Mit jedem Achievement, das ich heute bekomme, wird Minecraft immer realistischer. Leute, das sieht ja schlimmer aus als die erste Version von Minecraft. Was geht denn hier ab? Warte, das ist ein Crafting Table? Und das sind Sticks? Und das ist einfach eine Pickaxe? Alles klar. Immerhin sieht Stein nicht mal so schlecht aus. Und nein, wir haben das erste Achievement bekommen. Stone Age. Okay, das sieht ja schon um einiges besser aus. Wir sehen ja schon, unsere Pickaxe, die hat schon ein bisschen... Warte... Was ist das denn? Wir sehen jetzt wirklich, wie ich in First Person durch das an, wie wir hier das alles abbauen. Es ist jetzt echt so, als wenn wir einen echten Kopf hätten in Minecraft. Okay, ich bin schon echt gespannt, wie jetzt die Oberwelt aussieht. Bauen wir uns hier mal hoch. Wow, das sieht jetzt schon wirklich um einiges besser aus. Wir können hier schon wirklich Sachen erkennen. Wir sehen dort, dass der Wald abfackelt. Und wir können auch schon immerhin den Crafting Table richtig erkennen. Wir haben Beine und wir haben echte Arme und einen echten Kopf. Und die Sticks sind jetzt auch keine Quadrate mehr, sondern echte Sticks. Oh, guckt euch mal das Schwert hier an. Das erkennt man irgendwie gar nicht. Okay, irgendwie sehen ja auch alle Werkzeuge gleich aus und... Warte, schon wieder ein Achievement? Nein! Wow, da sind wir wieder. Und es sieht jetzt auch schon wieder um einiges besser aus. Und Leute, hört ihr das? Ich höre Vögel, ich höre voll vieles. Und wenn ich mir meine Items wechsle, höre ich das auch so. Hier, ich habe das Schwert gerade rausgeholt. Es wird immer, immer realistischer. Wow, hört ihr das? Wir haben hier Fußstapfen. Und man hört doch, wie ich mich bewege. Okay, das ist echt krass. Und das war der Zeitpunkt, wo ich bemerkt habe, wie schnell man eigentlich in Minecraft Achievements bekommt. Also musste ich jetzt aufpassen, was ich mir crafte und was ich überhaupt mache. Denn wenn ich so viele Achievements bekomme, wird Minecraft so realistisch, dass mein PC einfach explodiert. Hey, Eisen! Okay, das hat zum Glück kein Achievement gegeben. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob Eisen mir auch ein Achievement gibt. Ich hoffe, Kohle gibt mir auch keins. Und schaut mal, Leute, ich atme hier einfach die Luft aus. Man sieht hier einfach die Luft, die ich ausatme, weil wir hier auf einem Berg sind. Und sollte ich es nicht schaffen, Minecraft durchzuspielen, bevor mein PC explodiert, dann muss ich live im Stream ein extrem gruseliges Horrorspiel spielen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich extrem schreckhaft bin. Leute, guckt euch mal hier die Höhle an, wie sich das hier anhört. Das klingt einfach viel zu realistisch. Und hier, guckt mal hier diese Wasserpartikel, die hier aus dem kleinen Fluss hier kommen. Nein! Ich habe gerade Eisen gebraten und ein Achievement bekommen. Das heißt, es geht jetzt in die nächste Realismusstufe. Wow, da sind wir auch schon und wartet mal. Es sieht aus wie normales Minecraft, aber das ist ja ein Shader. Wir haben jetzt schon Shader? Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein. Warte, ich habe gerade ein Eisen verloren, weil ich runtergefallen bin. Wie realistisch ist das denn? Ich bin gestolpert, habe Eisen verloren und guckt mal, wie das hier rumliegt. Oh nein, es ist viel zu realistisch mittlerweile. Guckt mal, wie das Holz da runterfällt, wenn ich das hier abbaue. Das ist nicht mehr das Minecraft, das ich kenne. Da holen wir uns hier schnell das Essen und gehen weiter. Wir haben echt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir jetzt schon Shader haben, bedeutet das, dass die nächsten Realismusstufen einfach meinen PC komplett auseinandernehmen werden. Wow, guckt euch mal diese Essensanimation an. Warte mal, was sind das denn für Hühner? Das ist ein Huhn? Das sieht doch viel zu echt aus. Direkt weg mit dem. Warte mal, wenn die Hühner so realistisch sind, dann sind die anderen Mobs wahrscheinlich auch realistisch. Da ist ein Schwein. Was ist das denn? Es sieht einfach aus wie ein echtes Schwein. Guck dich das mal an. Das ist doch nicht mehr hier dieses viereckige Minecraft-Schwein. Leute, es wird so langsam Nacht und ich habe leider nicht genug Wolle für ein Bett. Und das heißt, wir müssen die Nacht versuchen, draußen zu überleben und hoffentlich keine Achievements zu sammeln. Denn es ist mittlerweile... Was ist das denn hier? Schaut mal, ein Glühwürmchen. Da oben. Oh nein, da kommen schon die ganzen Zombies. Immerhin seht ihr nicht realistisch aus. Naja. Ja. Ah, das ist eine echte Spinne. Guck dich die mal an. Oh mein Gott, weg hier. Und wie sieht das Skelett aus? Nicht ganz so gruselig. Komm schon, weg mit dir. Warte. Nein, Monster Hunter Achievement. Es wird immer wieder realistischer. Nein. Wow, da sind wir wieder und... Oh nein, guckt euch mal die Monster hier an. Es ist schon richtig realistisch. Es ist schon richtig realistisch. Guckt euch mal hier das Gras an, was hier überall wächst. Und guckt euch mal hier diese Kuh an. Wir müssen hier schnell weg, sonst sterben wir sogar noch. Oh nein. Und was ist das denn für ein Baum? Der sieht ja echt aus. Leute, das Problem am realistischen Minecraft ist, dass ich extrem wenig sehe. Ich weiß nicht, wo hier Mobs sind. Also da kann ich ein paar Mobs erkennen, aber... Was passiert da? Warum fällt da alles runter? Hä? Hier fallen die ganzen Blöcke runter. Oh nein, wir haben realistische Physik in Minecraft. Oh nein, was ist das für ein Creeper? Geh weg von mir. Leute, hier, die Bäume, ich hatte recht, die sehen jetzt echt realistisch aus. Das sind nicht mehr diese Klotzbäume, sondern die haben wirklich echte Zweige und so. Oh nein, im Wald sind hier echt gruselige Geräusche. Und ich höre auch schon, wie hier tausende Blöcke runterfallen. Ein ganzer Berg ist hier gerade runtergefallen. Guck dich das mal an, Erdrutsch. Okay, wir sind jetzt hier auf einem Berg und ich hoffe... dass der Berg wirklich massiv ist und nicht irgendwo Hohlräume hat, denn dann gelange ich wirklich in einen Erdrutsch. Es ist endlich morgen, Leute, und wir können jetzt hier ganz entspannt uns ein Dorf suchen. Warte,
Das ist ein Schaf. Guck dich das mal an. Das sieht ja echt viel zu echt aus. Und da ist ein Hase. Hier ist ein netter Baum, der hier ganz alleine steht. Den werden wir jetzt hier abbauen, denn ich brauche unbedingt Holz. Und guck dich mal hier die Äste an und die ganzen Zweige. Mann, das ist viel zu cool. Man bräuchte so lange, um den Baum abzubauen. Oh, Baumfeld! Baumfeld! Es ist wirklich mittlerweile zu realistisch. Und Leute, mittlerweile spüre ich es auch schon, wie mein PC am Arbeiten ist. Also, lange wird er nicht mehr durchhalten. Wir müssen jetzt unbedingt uns ausdenken, wie wir das Spiel beenden können. Weil ansonsten muss ich die Bestrafung antreten. Und jetzt haben wir auch genug Zeit am Tag, uns hier die echten Kühe hier mal anzuschauen. Schaut euch das mal an. Wow! Das war zu viel Schaden. Wow, der ganze Berg fällt auseinander. Guckt euch das an. Ich hab's doch gesagt, er wird auseinanderfallen. Weil das einfach hier nicht gestützt ist. Und das hier da oben wird gleich auch runterfallen, denn das ist überhaupt nicht realistisch. Wow, habe ich doch gesagt, dass es runterfällt. Und da ist auch endlich ein Dorf. Wir haben endlich hier ein paar Menschen gefunden. Ich bin echt gespannt, wie es hier aussehen wird. Wow, realistische Eisbären. Am besten ganz leicht daran vorbeischleichen. Endlich ein Dorf. Guckt euch mal an, wie cool es hier aussieht. Und hier auch die ganzen Glocken. Na, was geht ab, Bibliothekar? Richtig coole Bibliothek hast du hier. Hört euch einfach mal an, wie es hier im Dorf sich anhört. Da fühlt man sich doch direkt wohl. Guckt euch mal den Eisengolem an. Der sieht echt irgendwie ein bisschen komisch aus. Oh, und guckt euch das mal an. Das Iglo von dem armen Dorfbewohner ist einfach eingestürzt. Und hier haben wir auch eine Kiste. Wir looten hier einfach mal alles raus. Leute, ich mache es ungern, aber wir müssen den Eisengolem töten, denn wir brauchen unbedingt Eisen und wir haben hier keine Höhle in der Nähe. Also, komm her, Eisengolem. Tut mir leid, Villager, dass ich euch euren Beschützer wegnehme, aber es ist Eisen. Was soll ich sagen? Eisen ist Eisen. So, wie viel Eisen haben wir bekommen? 3 Eisen. Richtig, richtig gut. Ich glaube, wir craften uns jetzt am besten eine Eisenspitzhacke und holen uns Diamanten. Muss ich mal einfach hier, wie diese Stöcke ansehen. Also, das muss ich mir echt mal kurz anschauen. Guckt euch mal hier diese Stöcke an. Die sehen ja richtig realistisch aus. So, zack, Eisenspitzhacke, du bist mein. Und wir haben ein neues Achievement bekommen. Das heißt, neue Realismusstufe. Wow. Da sind wir wieder und guckt euch mal hier den Brunnen an, wie er gerade noch aussah und wie er jetzt aussieht. Es wird einfach alles viel zu realistisch. Und der Shader ist auch viel besser geworden und es sieht einfach viel krasser aus. Leute, wir müssen uns unbedingt jetzt beeilen. Wir werden hier die Nacht jetzt übernachten und dann gehen wir in eine Höhle und versuchen, Lava zu finden, Eisen zu finden und versuchen dann in den Nether zu gehen. Und guckt euch mal hier das Haus vom Villager an. Es ist einfach viel zu krank, wie detailliert das mittlerweile aussieht. Ich glaube, wir werden hier jetzt übernachten. Raus aus meinem Haus. Das ist jetzt mein Haus. Hey, ich habe doch gesagt, du sollst draußen bleiben. Das ist jetzt mein Haus, Mann. Na los, geh raus, hier ist nur ein Bett für einen. Okay, wenn du noch einmal reinkommst, dann werde ich dich wegmeucheln. Raus jetzt. Okay, du hast ja nicht anders gewollt. Warte, was ist das denn? Sweet Dreams? Ein Achievement fürs Schlafen? Ich glaub's doch nicht. Okay, und da sind wir wieder und es ist bestimmt wieder extrem realistisch geworden. Wow, was sind das denn jetzt für Teppiche? Und der Crafting Table, der sieht richtig 3D-mäßig aus. Und diese Laternen. Und dieser Villager. Wir haben echt keine Zeit zu verlieren, Leute. Es wird viel zu realistisch. Wir müssen jetzt unbedingt... Oh nein, dieser Baum. Mein PC wird doch bald explodieren, wenn es so weitergeht. Leute, ich wollte hier gerade mein Essen braten. Und guckt euch mal diesen Ofen hier an. Oh Mann, ey. Es ist mittlerweile echt krank, wie das Spiel aussieht. Und Baum fällt wieder. Und ihr habt gerade schon gesehen, mein PC macht das echt nicht mehr lange mit. Wir sind endlich raus aus dem Eisbiom. Und schaut euch mal dieses Gras hier an. Hey, ist das Eisen? Es ist Eisen. Das ist sehr gut. Dann können wir uns gleich eine Rüstung craften. Hey, da hinten ist ja noch ein Dorf. Das ist ja richtig gut. Ich hole mir jetzt schnell noch mein Eisen und dann gehen wir das Dorf uns anschauen. So, wir craften uns jetzt am besten schnell Schuhe. Ansonsten wird es hier viel zu kalt. Advancement Suit ab? Das ist doch ein Scherz. Es wird wieder realistisch. Oh nein. Das ist doch aber jetzt wirklich ein Scherz, oder? Das ist ein echter Ofen und ein echter Crafting Table. Okay, also wir haben echt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen hier ganz schnell weg. Gehen wir jetzt schnell zum Dorf da hinten. Okay, Leute, aber das ist jetzt wirklich viel zu realistisch. Guckt euch mal an, wie es hier aussieht. Es ist einfach viel zu realistisch. Die Laternen, die Türen, die Höfen. Und guckt euch mal hier die Bücherregale an. Also, ich will schon förmlich meine Hand greifen und da ein Buch rausholen. Nur um es wieder reinzusuchen, denn ich würde es nicht lesen. Warte mal, wie sehen jetzt eigentlich Sachen an, die der Farmer anpflanzt? Die müsste ja jetzt richtig realistisch aussehen. Guckt euch das mal an. Nein, das wollte ich nicht. Noch ein Achievement. Minecraft besteht nicht mehr aus Blöcken, sondern aus allen verschiedenen Formen. Das Gras sieht besser aus als die Wiese draußen. Und mein PC ist am richtig, richtig am eskalieren. Und, warte mal, was riecht denn hier so komisch?